Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute die 10 verwöhntesten Kinder der Welt an. Audrey ist eine der ursprünglich verwöhnten Kinder, die damals in einer Reality-Serie auf MTV namens My Super Sweet 16 mitmachte. Diese Serie zeigt große Partys für Teenager, die gerade 16 geworden sind und ihren Geburtstag feiern. Okay. Audrey wurde berühmt, als sie einen super teuren, brandneuen Lexus bekam. Anscheinend gab ihre Mutter das Geschenk zu früh, denn Audrey beschwerte sich, dass es nicht das richtige Auto war, das sie wollte. Bro, nimm das scheiß Auto, was du kriegst, das ist dein erstes Auto. Und sei nicht so verdammt undankbar. Mein erstes Auto, was ich hatte, habe ich mir sogar selber gekauft. Und ich glaube, das haben die meisten von uns, die hier schon Auto fahren. Sie kriegt eins geschenkt und beschwert sich noch. Man beschwert sich nicht über Geschenke. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. In diesem Video sehen wir ein etwa 10-jähriges Mädchen, das mit 4 Laptops auf dem Bett sitzt. In dem Video bittet sie um Spenden, weil sie eines ihrer MacBooks kaputt gemacht hat, da sie nicht das Telefon bekommen hat, das sie wollte. Ihre Mutter gab ihr dann ein Galaxy S6, während sie ausdrücklich um ein Galaxy S6 Edge gebeten hatte. Als sie das Geschenk öffnete und das Telefon sah, wurde sie so wütend, dass sie eines ihrer MacBooks zertrümmerte. In dem Video erzählt sie, dass ihre Familie nicht genug Geld hatte, um ein weiteres MacBook zu bezahlen, da sie immer noch ihre Arztrechnungen bezahlen mussten, da sie sich den Fuß gebrochen hatte, als sie ihr MacBook demolierte. Also da ist alles Spanisch. Alles. Die hat 4 MacBooks, hat aus Versehen eins kaputt gemacht, weil sie so sauer war, weil sie ihr Handy nicht bekommen hat. Und jetzt kriegt sie kein neues MacBook, weil die Eltern sagen, wir müssen jetzt die... Was? Jay-Z ist ein amerikanischer Rapper, Musikproduzent und einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler. Und seine Frau Beyoncé ist eine der berühmtesten R&B-Sängerinnen aller Zeiten. Also kann man natürlich erwarten, dass ihr Baby verwöhnt wird. Als Blue Ivy erst ein paar Tage alt war, hatte sie bereits über 1,5 Millionen Dollar an Geschenken erhalten. Was? Sie hatte teure Schuhe und eine nagelneue Wiege und als sie 2 Jahre alt war, zahlte Jay-Z 75.000 Dollar für ein arabisches Pferd, auf dem sie nicht mal reiten konnte. Was? Beyoncé und Jay-Z sorgten auch dafür, dass ihre Tochter einen persönlichen Stylisten hatte und sie stellten einen Personal Shopper ein, aber das ist noch nicht alles. Digga, warte, das ist noch nicht alles? Sie hat auch einen persönlichen Koch, ihre eigene Sportkleidungslinie und trägt regelmäßig Kleider, die 6.000 Dollar wert sind. Ja. Muss los, Bruder. Sherilyn Fudge war damals ein 18-jähriges Mädchen, das in die Dr. Phil Show kam, weil sie über 130.000 Dollar vom Geld ihrer Mutter ausgegeben hatte. Zum Beispiel für Kleidung, Make-up, Autos und teures Essen. Sie hat 17 Kreditkarten und hat ihr Limit für alle Karten ausgegeben. What? Bei einigen Kreditkarten ist sie sogar überzogen. Um genau zu sein, 25.300 Dollar. Das erinnert mich voll an diese Anna Sorokin. Diese Anna Delvey da, kennt ihr das von Netflix, die Serie? Ja. Sherilyn sagte, dass es sie glücklich macht, dass sie alles kaufen kann, was sie will. Als ihr das Geld ausging, stahl sie sogar Schmuck, der ihrer Mutter sehr lieb war und verkaufte ihn für mehrere hundert Dollar. Was? Außerdem fährt sie einen nagelneuen BMW. Sie war glücklich damit, aber sie hätte lieber einen Mercedes gefahren. Aber das ist nicht alles. Man sagt, es sei die Schuld ihrer Mutter, dass sie nichts tun musste, als sie aufwuchs. Das meine ich ja. Das habe ich vor ein paar Folgen, als wenn das hier so ein Projekt wäre mit den ganzen Reactions, aber das habe ich vor ein paar Videos hier schon mal gesagt, dass Eltern einem wirklich Dinge verbieten müssen. Wenn du immer alles kriegst als Kind, hast du zwar eine richtig geile Kindheit, kriegst alles, aber du bist, also die Jahre vor deinem 18. Lebensjahr bestimmen alles nach deinem 18. Lebensjahr oder keine Ahnung, egal, Amen. Alles klar. Jeder hat schon mal Streit mit seinen Eltern gehabt. Aber seine Eltern zu verklagen, ist eine ganz andere Geschichte. Ein Teenager aus New Jersey in den USA hat das getan. Die 18-jährige Rachel Canning konnte es nicht zu schätzen wissen, dass ihre Eltern ihren teuren Lebensstil aufgegeben hatten. Sie lebte mit ihrem Freund zusammen, weil sie nicht mehr zu Hause wohnen und nach den Regeln ihrer Eltern leben wollte. Aber sie wollte immer noch 650 Dollar pro Woche von ihnen bekommen. Sie behauptet auch, dass ihre Eltern ihr... Guck mal, wie traurig das die Eltern macht, ne? Beide da am Heulen. Das ist so der traurigste... Moment, glaube ich, als Elternteil, wenn du so merkst, dass du die Erziehung verkackt hast, dass dein Kind euch nur noch ansieht, weil ihr eine Geldquelle seid. Und ich habe so viele Freunde von mir, wo, also nicht Freunde von mir, aber ich meine so mäßig, ich kenne so viele Leute, die ihre Eltern genauso behandeln.
was man tagtäglich halt einfach mitkriegt, entweder am Telefon oder wenn man bei denen ist oder so. Die wollen immer nur das Beste für einen, also meistens, klar. Donald Trump hat, wie er selbst immer sagt, Milliarden von Dollar und vieles davon spiegelt sich im Lebensstil seines jetzt 12-jährigen Sohnes Barron Trump wieder. Mhm. Viele Kinder wären natürlich froh, ein eigenes Zimmer zu haben, aber Barron hat seine eigene Etage in den Trump Towers. What? Das Innere sieht ziemlich speziell aus. Der kleine Junge darf an den Wänden zeichnen und hat überall Spielzeugflugzeuge und Spielzeughubschrauber. Nur das Bett darf er nicht berühren, da seine Mutter Melania möchte, dass das Bett sauber und weiß bleibt. Barron trägt auch nicht gerne Jogginghosen. Er zieht es vor, einen Anzug mit Krawatte zu tragen, genauso wie sein Vater. Melania isst auch gerne Kaviar mit ihrem Sohn und cremt ihn ein mit der Feuchtigkeitscreme ihrer eigenen Marke. Außerdem geht Barron auf eine teure Privatschule, die 40.000 Dollar im Jahr kostet. Ich dachte, es wäre krank, was wir vorhin gehört haben über dieses eine Mädel, die da ihren eigenen Koch hat. 6.000 Euro Kleider trägt und keine Ahnung, was macht aber. Also sorry, das sind ja ganz andere Dimensionen, die uns hier gerade aufgezeigt werden. In diesem Video sehen wir ein Mädchen namens Jasmine, die einen Lamborghini zu ihrem 16. Geburtstag haben wollte. Okay. Genauer gesagt einen Lamborghini Aventador, der etwa 400.000 bis 500.000 US-Dollar kostet. Mhm. Als ihr Vater sie am Morgen Chillig. Überraschte, zeigte sie nicht allzu viel Enthusiasmus. Hey Jazzy. Hört ihm gar nicht zu? Doch. Do you have a second? Denkt jetzt, sie kriegt das Auto. Als sie hinausgehen, sagt das Mädchen, was ist das? Das ist nicht mein Auto und es hat nicht mal die richtige Farbe. Ich wollte ein weißes. What? What is that? What's, it's your car. Was steht denn da? No, it's not. Das ist ein Lamborghini, aber ein Alter. Man beschwert sich nicht über Geschenke. Das ist fuck! Wie jeder weiß, sind königliche Familien auf der ganzen Welt sehr reich und besonders die Kinder werden mit dem besten Leben verwöhnt. Woher kommt dieses Geld? Was machen diese Königsleute, um dieses Geld zu bekommen? Arbeiten. Zum Beispiel ist das erste Kind des britischen Prinz William und Catherine Middleton sehr verwöhnt. Im Alter von 3 Jahren hat es bereits mehr Luxus gesehen als ein durchschnittlicher Mensch in seinem ganzen Leben. Als er geboren wurde, wollten alle Marken auf der ganzen Welt dem Neugeborenen etwas geben. Okay. Es gab sogar eine Firma, die einen speziell für Kinder gefertigten Nagelknipser für 1 Million Dollar verschenkte. Was? Der Nagelknipser hatte 18 Karat Gold mit 350 Diamanten. Prinz George, wie das Baby genannt wird, wird in ferner Zukunft den Thron seines Vaters übernehmen und schließlich König von England werden. Trotz der Tatsache, dass der Junge in Reichtum geboren wurde, versuchen die Eltern das Kind nicht zu verwöhnen. Aber das scheint mir schwierig zu sein, denn er hatte zum Beispiel einen Schäferhund im Wert von 18.000 Dollar. Ey, ich frag mich wirklich nichts mehr. Reich, mehr muss ich nicht wissen. Toddlers and Tiaras war eine amerikanische Reality-Fernsehserie, die von 2008 bis 2016 auf TLC ausgestrahlt wurde. In dieser Show ging es darum, Kinder zu verkleiden und sie zum Beispiel in Prinzessinnen zu verwandeln. Aufgrund von vielen Kontroversen wurde die Serie aber 2016 eingestellt. In einer der Episoden wird ein 8-jähriges Mädchen namens Brenna interviewt, bevor sie auf die Bühne kommt. Auf die Frage, ob sie denken, dass sie schön aussieht, antwortet sie mit dieser Antwort. Yes, I am beautiful. She's thinking I'm not beautiful. And I am always beautiful. Wenn Kinder schon solche Ansichten haben, ne? Oh, schrecklich. Oh, nee. Chase McKenna ist ein 12-jähriges Mädchen, das in einer Show namens The 12-Year-Old Shopaholic and Other Big Spending Kids auftrat. Nach Meinung vieler Leute ist sie das verwöhnteste Kind auf der Welt. Ihre Eltern Alan und Kelly haben alles gekauft, was man mit Geld kaufen kann. Okay. Von einem Pony, das 2000 US-Dollar kostete, bis hin zu einer ganzen Designer-Garderobe von Ralph Lauren und Gucci. Die Familie war kaum in der Lage, sich Essen für sich selbst zu kaufen, denn das ganze Geld wurde für das Pony ausgegeben. Außerdem hätten sie noch offene Rechnungen zu bezahlen. Alles dank der Forderungen ihrer Tochter. Das ist so schlimm, wenn Eltern dann auch darauf eingehen. Wenn Kinder wissen, okay, ich kann meine Eltern um alles ankneten, egal was ich will, ich krieg's. Das ist ja eine Teufelsspirale, wo man nicht rauskommt. Wo ihr allerdings auch nicht rauskommen solltet, ist ein Marathon, wie ihr euch meine Reactions anguckt. Hier auf dem Lukluk-Kanal. Keine Ahnung. Ich bin brutal müde, meine lieben Freunde. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie oft ich in diesem Video hier gegähnt habe. Ich muss ganz dringend ins Bett. Es ist spät abends und ich schlafe hier ein. Lasst einen Daumen hoch unter dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke. Ist auch egal.